Darüber wollen wir sprechen. Zugeschaltet ist jetzt die Grünen-Politikerin Lisa Paus. Sie ist die Bundesfamilienministerin. Frau Paus, ich grüße Sie. Hallo. Die Kinderarmut ist also auf dem höchsten Stand seit Jahren, sagen Wohlfahrtsverbände. Welche Bedeutung hat denn der Weltkindertag, wenn man den Missstand zwar einmal im Jahr feststellt, sich dann aber doch so gut wie nichts ändert? Sie haben völlig recht. Wir haben die Verantwortung, 365 Tage etwas für Kinder und Jugendliche zu tun und sie nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber genau deswegen hat ja diese Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag verankert, dass wir die Kindergrundsicherung in dieser Legislaturperiode einführen, damit eben wir endlich die Kinderarmut in Deutschland überwinden. Ich habe schon lange gesagt, es ist wirklich schändlich für so ein reiches Land, dass wir uns diese Form der Kinderarmut leisten. Die Kindergrundsicherung haben Sie angesprochen. Allerdings soll das Gesetz erst im vierten Quartal 2023 an den Start gehen. Eingeführt werden soll die Kindersicherung dann irgendwann 2025. Das sind ja noch 2 Jahre. Das stimmt und deswegen haben wir jetzt ja auch Maßnahmen ergriffen. Kinderarmut ist leider schon lange ein Thema in Deutschland, aber wir müssen ja feststellen, dass jetzt im Zuge der drastisch gestiegenen Energiepreise, Lebensmittelpreise, Armut heute ja nicht bedeutet, man muss irgendwie einen Schulranzen aufbrauchen oder man kann sich nicht so schnell neue Buntstifte kaufen, sondern momentan haben wir es ja wirklich damit zu tun, dass arme Familien das Problem haben, wie kriegen sie überhaupt ihren Kühlschrank gefüllt. Und deswegen sage ich ganz klar, das ist mir nicht egal. Ich sehe das. Die Bundesregierung sieht das. Und deswegen haben wir insbesondere im dritten Entlastungspaket einen Schwerpunkt gelegt für arme Familien und haben unter anderem das Kindergeld noch einmal auf 237 Euro pro Monat pro Kind erhöht. Das sind 18 Euro mehr für die ersten 3 Kinder. Wenn man mehr Kinder hat, dann kriegt man offenbar nicht mehr. Aber 18 Euro, das ist jetzt auch nicht so die Hölle, will ich mal sagen, in Anführungszeichen, wenn man sieht, wie stark die Preise momentan gerade anziehen. Da haben Sie völlig recht, aber deswegen haben wir auch noch mehr getan. Wir haben die Strompreisbremse miteinander verabredet, wir haben die Wohngeldreform auf den Weg gebracht, es wird einen höheren Heizkostenzuschuss geben, es gibt auch noch zusätzlich einen Kinderzuschlag für die Familien, die es noch besonders stark nötig haben. Und Sie wissen auch, dass im Zusammenhang mit der Bürgergeldreform auch der Kinderregelsatz deutlich stärker als 18 Euro steigen wird. Ich würde noch mal ganz gerne auf die Kindergrundsicherung zurückkommen, die ja irgendwann 2025 dann ausgezahlt werden soll. Wie hoch soll die denn eigentlich ausfallen? Haben Sie da schon Vorstellungen? Daran arbeiten wir gerade, weil sich ja eben die Preise und die Inflation sehr dynamisch entwickeln. Wäre es heute wirklich nicht redlich von mir, irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen. Aber wichtig ist, sie muss existenzsichernd sein. Und wichtig ist, dass sie eben auch einfach und unbürokratisch ausgezahlt wird und das möglichst digital und automatisiert. Wir wissen, dass seit vielen Jahren große Teile an Leistungen, die eigentlich gerade arme Familien einen Anspruch darauf haben, bei diesen Familien nicht ankommt, weil wir es derzeit zu bürokratisch mit Anträgen und so weiter handhaben müssen. Und das Wichtige ist an dieser Kindergrundsicherung auch, dass sie eben automatisch bei den Familien ankommt. Das wäre auch ein wichtiger großer Schritt. Also das eine ist das zusätzliche Geld, aber das andere ist, dass das Geld auch tatsächlich bei den Familien ankommen muss. Da geht es ja auch bei den Kindern viel um Teilhabe, dass man am Sportclub oder einfach nicht teilnehmen kann, wenn das Geld fehlt oder eben auch bei Schulausflügen. Wäre es da vielleicht nicht auch sinnvoll, wenn man da in der Form rangehen würde, dass man grundsätzlich Ganztagsschulen an den Start bringt und bestimmte Veranstaltungen für Kinder einfach kostenfrei stellt? Sie haben völlig recht. Es geht nicht nur um die materielle Sicherung, sondern es geht auch ganz zentral um Teilhabe. Und deswegen ist mir auch jetzt in diesem Herbst wichtig, nochmal zu betonen, es ist entscheidend, dass wir diesen Winter es tatsächlich schaffen, dass Kitas und Schulen offen bleiben und nicht nur die, sondern eben auch die Nachmittagsangebote, das heißt auch die Sportangebote, auch die Jugendclubs etc. Kinder und Jugendliche sind wirklich durch eine sehr, sehr harte Zeit gegangen in der Zeit von Corona. Sie haben ja weniger selber an Corona gelitten, sondern vor allen Dingen an den Corona-Folgen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich dramatisch. Der Anteil an depressiven Symptomen, der Anteil an Gewichtszunahmen, an sonstigen Essstörungen unter Kindern und Jugendlichen hat erheblich zugenommen. Und deswegen finde ich, ist jetzt gerade in diesen Zeiten endlich auch Solidarität mit Kindern und Jugendlichen gefragt.
Und da geht es sowohl um materielle Leistungen, da geht es sowohl darum, ihre Teilhabe sicherzustellen, aber da geht es auch darum, ihnen mehr Gehör zu verschaffen. Und deswegen möchte ich auch mehr Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche. Und deswegen wollen wir zum Beispiel auch das Wahlalter senken auf 16. Das ist sicherlich ein löblicher Vorstoß. Ich würde noch mal ganz gerne also auf einen anderen Aspekt eingehen. Die Finanzen und die Folgen der Pandemie sind sicherlich das eine. Aber wie sieht es auch mit Gewalt gegen Kindern aus? Die ist ja häufig auch in den Familien, in den Brennpunkten ein großes Thema. Was will oder kann die Bundesregierung denn dagegen unternehmen? Da gibt es schon einige Angebote, beispielsweise gibt es die Nummer gegen Kummer oder auch die entsprechende Jugendhotline. Die Nummer für die Jugend gegen Kummer ist zum Beispiel 116 111. Ganz wichtig, an die können sich Kinder und Jugendliche niedrigschwellig und auch sicher anonym wenden. Ansonsten ist es aber so, dass wir tatsächlich gut beraten sind, dort auch mehr Angebote zu machen. Und vor allen Dingen ist aber wichtig, dass wir die Rechte von Kindern und Jugendlichen stärken. Deswegen fände ich es eigentlich ein super Signal, wenn heute am Weltkindertag nicht nur die Ampelregierung sagt, wir wollen Kinderrechte ins Grundgesetz, sondern wenn sich alle demokratischen Parteien heute darauf verständigen könnten, dass Kinderrechte dringend ins Grundgesetz gehören. Sagt die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen weiter viel Erfolg. Dankeschön.